Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deiner Farbblindheit? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Alles im braunen Bereich! Schön. Schön, schön. Doktor! Ja, Pete? Sie haben da was Grünes am Zahn! Ach, hab mich verguckt! Ist lila! Aha, ja, Pete. Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich möchte dir Herrn Knabberle vorstellen. Herr Knabberle ist Kartoffelchip-Mogul. Hallo, Herr Knabberle! Für Herrn Knabberle habe ich einen neuartigen Geschmacksverstärker entwickelt. Durch den sollen Kartoffelchips noch intensiver schmecken. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Hier, nimm diese Tablette. Sie enthält eine hohe Dosis dieses neuen Geschmacksverstärkers. Möchtest du ihn für uns probieren, Pete? Okay! Das sieht ja alles ganz köstlich aus hier! Köstlich! Köstlich! Köstlich, ganz köstlich! Proband hört auf zu essen. Das Ergebnis ist eindeutig, Pete. Der Geschmacksverstärker ist nicht stark genug für Chips. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der DPK, Ihre Krankenkasse und Koks. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deinem Schluck auf? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Kannst du irgendwelche Nebenwirkungen feststellen? Keine einzige! Schön, schön, schön. Doktor! Ja, Pete? Aha, ja, Pete. Pete, 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 Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich habe ein Medikament entwickelt, das Schweißausbrüche verhindern wird. Deodorants wird ab sofort niemand mehr benutzen. So wie Sie, Doktor! So wie ich. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Medikament für mich probieren, Pete? Okay! Und Pete, gerätst du schon ins Schwitzen? Nein, Doktor! Und jetzt? Nackig! Nein, Doktor! Und nun, Pete, wie sieht es nun aus? Gerätst du jetzt ins Schwitzen? Fenster zu! Es zieht! Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deinen Wahnvorstellungen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen, weißes Riesenkaninchen! Er hat gefragt, nicht ich. Aha, ja, Pete. Pete, 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 Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, mit dem sich der eigene Körper teleportieren lässt. Fahrzeuge wird ab sofort niemand mehr benutzen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat für mich probieren, Pete? Okay! Auf diesen Zetteln stehen verschiedene Orte. Du brauchst jetzt nur noch an diese Orte zu denken und schon bist du dort. Los geht's, Pete! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und
Pete? Funktioniert das Präparat? Funktioniert und teleportiert, Doktor! Dann kommen wir zum finalen Versuch, Pete. Denk nun an einen besonderen Ort. Denk an einen Ort, egal wie weit weg, egal wie unerreichbar und abwegig er klingen mag. Denk an einen Ort, der sogar nur in deiner Fantasie existieren könnte. Hauptsache, dass du dort und wirklich nur dort von ganzem Herzen für immer sein möchtest. Schön, schön, schön. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deiner Vergesslichkeit? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Schön. Was ist schön, Doktor? Dass das Medikament geholfen hat, Pete. Welches Medikament? Das Medikament vom letzten Mal. Welches letzte Mal? Hey, Doktor! Aha, ja, yeah, Pete. Pete, ich möchte dir Herrn Keuchner vorstellen. Herr Keuchner ist Vorsitzender der Tabakindustrie. Hallo, Herr Keuchner! Für Herrn Keuchner habe ich ein Präparat entwickelt, wodurch Passivrauchen vollkommen unschädlich wird. Nichtraucherzonen wird ab sofort niemand mehr brauchen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Hier, nimm diese Tablette. Sie enthält eine hohe Dosis dieses Präparats. Möchtest du es von uns probieren, Pete? Okay! Und Pete, spürst du irgendwas? Nein, Doktor! Hustenreiz, Schwindelgefühl, Übelkeit, irgendwelche Beschwerden? Keine einzige! Und nun, Pete, irgendwelche Beschwerden? Alles im grünen Bereich! Schön, schön, schön. Und nun, Pete, wie sieht es nun aus? Kannst du noch atmen? Nein! Hilfe! Bekomme kaum noch Luft! Experiment abgebrochen. Proband hat Atemnot. Pete, ich gehe dann mal wieder ins Labor und forsche weiter. Du kannst dir den Rest des Tages frei nehmen. Welches Labor? Und das sehen Sie in der nächsten Folge. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Warum rufst du an? Ach, nur so! Aha. Wie steht's mit deiner Langeweile? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Schön. Schön, schön. Und sonst so! Aha, ja. Ich habe ein Präparat entwickelt, mit dem sich Gedanken lesen lassen. Sprache wird ab sofort niemand mehr benutzen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat für mich probieren, Pete? Okay! Jedes Mal, wenn ich diese Glocke läute, werde ich einen Gedanken haben, ohne ihn auszusprechen. Du sagst mir bitte anschließend, was du gehört hast. Alles Logo in Togo!
Ich mag Kroketten. Jawohl. Nächster Versuch. Ich mag kalte Kroketten. Prima. Nächster Versuch. Schönes Leben noch, ihr Heckenpenner. Was? Nein. Nein, das habe ich nicht. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deinem Juckreiz? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Kannst du irgendwelche Nebenwirkungen feststellen? Keine einzige! Schön. Schön, schön. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, das glücklich macht. Alkohol wird ab sofort niemand mehr brauchen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Pete, was ist los? Bist du traurig? Ja, bin traurig! Ich wäre so gerne in den Zirkus gegangen und jetzt ist er weg! Das trifft sich ja gut. Nimm doch einfach mein Medikament. Okay! Und Pete? Wie fühlst du dich nun? Glücklich! Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich dir etwas sehr Trauriges zeige. Und nun, Pete, wie fühlst du dich jetzt? Noch viel glücklicher! Prima. Experiment erfolgreich. Proband ist glücklich. Pete, zur Belohnung habe ich eine Überraschung für dich. 2 Karten für den Zirkus. Und eine Flasche Korn. Bist du glücklich, Pete? Bin glücklich! Los geht's. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deiner Katzenallergie? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Schön. Schön, schön. Aha, ja, Pete. Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Hey Kids, Zähneputzen ist cool! Und rauchen! Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, das Haarausfall rückgängig macht. Kahlköpfigkeit und die damit verbundenen Minderwertigkeitskomplexe wird ab sofort niemand mehr haben. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat probieren, Pete? Auch wenn ich es eigentlich nicht wert bin, dass man mir hilft. Okay! Und Pete, spürst du schon etwas? Ich fühle mich männlicher! Ja? Ich fühle mich selbstbewusst und voll jugendlicher Energie! Ich will eine Firma leiten! Ja? Ich will Beatles-Platten hören! Was? Ich will im Mittelalter Laute spielen! Ich will ein Kaffeekränzchen veranstalten! Ich will in einer Kommune über den Wert von Unterwäsche in der westlichen Welt diskutieren! Ich will eine Heavy-Metal-Band gründen! Mit den Hells Angels! Wie das... das ist... Hey! Jemand hatte meinen Bruder getötet!
Aber hier war das nicht. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deinen spontanen Selbstentzündungen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Schön. Schön, schön. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Ja, ja. Ich habe ein Präparat entwickelt, mit dem man nette Menschen und Arschlöcher... Ein Hoch auf die Wissenschaft! Ja, ja. Mit dem man nette Menschen und Arschlöcher auf den ersten Blick auseinanderhalten kann. Freunde wird ab sofort niemand mehr brauchen. Möchtest du das Präparat probieren, Pete? Okay! Beginnen wir mit der ersten Testperson. Pete, das ist Heinrich. Heinrich ist... Ein Arschloch! Wunderbar. Pete, das hier... Arschloch! Pete, diese beiden sind... Riesenarschloch! Blödes Arschloch! Pete, es sind keine Testpersonen übrig geblieben. Alles Arschlöcher! Bist du sicher, dass das alles Arschlöcher waren? Könnte es nicht auch einfach sein, dass du momentan nur unzufrieden mit dir selbst bist? Nein! Das sind Arschlöcher! Ja, soll man denn vorschnell über Leute urteilen? Ja, soll man denn? Soll man denn? Ja, soll man denn? Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deiner Leichtgläubigkeit? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Gut, dann lese ich dir ein paar Schlagzeilen vor und du sagst mir, ob du die glaubst oder nicht. Schön! Schön, schön! Flugsaurier attackiert Papst. Glaub ich! Jürgen Drews fusioniert mit Deutscher Bank und Granini. Macht Sinn! Flugsaurier attackiert Papst erneut. Klingt logisch! Medikament eventuell wirkungslos, Proband immer noch leichtgläubig. Mache letzten, ultimativen Test. Unglaublich! Medikament wirksam. Aha, ja. Und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, das... Ja, bitte?
Nie für eine Probandengewerkschaft. Ich bin hier, um zu kontrollieren, ob die Pausen des Probanden mit dem Namen Pete korrekt eingehalten werden. Es ist gleich 12:30. Hat dieser Proband schon seine vertraglich zugesicherte Mittagspause gemacht? Also nicht. Dann jetzt aber mal schnell. Wie steht es mit dem Mittagsschlaf? Hatte der Proband schon seinen vertraglich zugesicherten Mittagsschlaf? Also nicht. Wie steht es mit seinem jährlichen Urlaub? Hatte der Proband schon seinen vertraglich zugesicherten Urlaub? Na, bei Ihnen wurde ja keine einzige Richtlinie eingehalten. Mal gut, dass ich heute vorbeigekommen bin. Ich hoffe, ab sofort halten Sie die Auflagen ein. Wiedersehen. Wiedersehen. Schön mit Ö! Gut, dann wollen wir mal wieder, Pete. Ich habe ein Präparat entwickelt, das... Später! Erst mache ich meinen Mittagsschlaf! Aber Pete, es ist jetzt 14:45 am Nachmittag. Außerdem hast du doch vorhin erst Mittagsschlaf gehalten. Ein Hoch auf den Mittagsschlaf! Oh, Nanu, was lese ich denn da in der Zeitung? Probandengewerkschaft vor dem Aus. Arbeitszeiten wieder wie früher. Oh! Na sowas. Tja! Möchtest du dann mein neues Präparat probieren, Pete? Okay! Wir haben diesmal übrigens keine Schlusspointe. Glaub ich nicht! Verdammter Flugsaurier! Harold Pete. Hey, Doktor! Wie steht's mit deinen Herzrhythmusstörungen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Lass mal hören. Schön, schön. Aha, ja, Pete. Pete, 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 Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, das Harndruck verhindert. Pipi machen wird niemand mehr brauchen. Nie mehr müssen! Geile Scheiße! Möchtest du das Medikament für mich probieren, Pete? Okay! Beginnen wir das Experiment. Hier, Pete, trink das aus. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Pete, musst du Pipi machen? Keinen einzigen Tropfen! Schön. Dann trink weiter. Experiment erfolgreich. Proband verspürt auch nach dem Genuss von 400.000 Litern Flüssigkeit keinen Blasendruck. Das Präparat ist also wirksam. Pete? Ja, Doktor? Pete, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe dir das falsche Präparat gegeben. Ach!
Das Präparat, das du genommen hast, verhindert Nasenhaare und Fußgeruch. Mit anderen Worten, du müsstest jetzt doch mal Pipi gehen. Okay! Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deinem religiösen Fanatismus? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Halleluja! Hat geholfen! Preise den Herrn! Doktor? Ja, Pete? Zombie! Schlimm. Schlimm, schlimm. Hier spricht die Polizei. Guten Tag, mein Name ist Dr. Hauptner. Wären Sie bitte so freundlich, einige Einsatzwagen zu meinem Labor zu schicken? Es wird von Zombies belagert. Herr, Hauptner, Schuld an der Zombie-Epidemie ist laut meinen Informationen ein Störfall in Ihrem Labor. Oh. Ja, Ihre Firma leitet ungefiltert Ihre Abwässer in den See, welcher unsere Stadt mit Trinkwasser versorgt. Haha, das ist wohl wahr. In diesen Abwässern befand sich offensichtlich der Stoff, durch den die Bewohner der Stadt zu Zombies mutiert sind. Upsi. Wir haben Anweisungen, Sie in Ihrer beschissenen Höllenfabrik einfach verrotten zu lassen. Gut, das sehe ich ein. Prima. Schönen Abend noch, Dr. Hauptner. Ebenfalls. Pete, ich muss ein Präparat entwickeln, das aus Zombies wieder normale Menschen macht. Das gibt es bereits! Das Wort des Herrn! Nein, Pete. Ein Buch wird uns dabei nicht weiterhelfen können. Das ist nicht ein Buch! Das ist das Buch! Das Buch der Bücher! Vom Fenster weg, Pete. Schnell! Ich habe keine Angst! Pete, geh da weg! Nein! Mein Glaube ist größer als meine Angst! Ja! Nichts gegen dein Buch, Pete, aber bitte steh damit nicht im Weg, wenn ich jemanden erschießen möchte. Auweia. Ich denke, es ist Zeit für... Die Kollekte? Nein. Es ist Zeit für... die Geheimlabor-Notrutsche. Nochmal! Später, Pete. Ich weiß, ich habe hier irgendwo Ordner drauf, in denen ich die Formel für ein Gegenmittel notiert habe. Wozu weitersuchen? Die Antwort auf alles finden Sie hier drin! Jetzt ist es aber genug, Pete. Die Lage ist ernst. Wir brauchen ein Gegenmittel, um die Zombie-Epidemie zu stoppen. Keine frommen Sprüche. Heißt das, Sie glauben nicht an das, was hier drin steht? Nein, Pete. Ich glaube nicht an das, was darin steht. Ich bin Wissenschaftler. Ich glaube nicht. Für mich zählt nur eins. Fakten. Ich habe die Formel für das Gegenmittel gefunden. Pete, wir sind gerettet. Bald ist alles wie vorher. Nein, nichts ist mehr wie vorher. Nichts ist mehr wie vorher. Oh nein, die Daten, die Formel. Doktor? Ja, Pete? Sie haben recht gehabt, Doktor. Ich sehe jetzt ein, dass die Bibel uns in diesem Fall keine Hilfe ist. Pete, ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt für Atheismus ist. So langsam bekomme ich selbst das Gefühl... Die wahre Lösung für unser Problem ist Esoterik. Eso, was? Pete, was hast du vor? Halt! Pete, nicht! Pete! Pete! Jede Zelle meines Körpers ist glücklich! Jede Körperzelle ist gut drauf.
Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deiner... deiner... Hoppla, da bin ich wohl kurz weggenickt. Alles okay, Doktor? Ja. Etwas müde vielleicht. Ich habe die ganze Nacht lustige Tiervideos im Internet geschaut und dabei die Zeit vergessen. Und plötzlich war es heller Tag. Okay, wo war ich? Ach ja, richtig. Pete, wie steht es mit deiner Kurzsichtigkeit? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Kannst du irgendwelche Nebenwirkungen feststellen? Keine einzige! Ich hab hier gerade erst gewischt. Pete, ich habe mehrere Präparate entwickelt, von denen ich wegen meiner Übermüdung gar nicht mehr weiß, was sie bewirken. Möchtest du diese Präparate für mich? Ein Hoch auf die Wissenschaft! Oh oh. Doktor? Ja, Pete? Sie haben die Tabletten verschluckt, Doktor! Auf einmal! Vielen Dank für diese präzise Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Ist das nicht gefährlich? Ich würde sogar sagen, es könnte tödlich sein. Ich kann die Pillen sehen, Doktor! Sie sind noch unverdaut! Sehr gut, Pete. Meinst du, du kannst neben deinem Laser und dem Röntgenblick auch einen Hitzeblick aussenden, der die Tabletten vernichtet? Ich kann es versuchen! Aber Sie müssen ganz still halten, Doktor! Ganz, ganz still! Okay. Hallo, Pete. Was treibst du denn hier? Doktor? Aber was? Sie sind doch längst hier! Nein, das ist nur mein Klon. Ihr Klon? Ja, den habe ich mir mal angeschafft, damit er Aufgaben übernimmt, für die ich keine Zeit habe. Wie das Anschauen von lustigen Tiervideos im Internet. Weißt du, auf den Wissenschaftskongressen sprechen meine Kollegen von nichts anderem. Und ich konnte bisher nie mitreden. Aber der Klonhaubner erzählt mir nun alles. Und ich kann so tun, als hätte ich die Videos gesehen. Danke, Pete. Ist ja nochmal gut gegangen. Ich hab hier gerade erst gewischt. Internet, it's the Internet, where everybody is happy and never sad. It's the Internet, the Steht es mit deiner Kleptomanie? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Kannst du irgendwelche Nebenwirkungen feststellen? Keine einzige! Wirklich nicht?
Naja, zugegeben, mir ist ein bisschen warm. Proband klagt über Fieber, Medikament offensichtlich nicht voll ausgereift. Witzig, ich hab genau dasselbe Diktiergerät wie Sie. Tatsächlich. Ahoi, ja. Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, bis ich ein wirksames Mittel gegen deine Kleptomanie entwickelt habe, muss ich dich leider in diese Kiste sperren. Okay. Gut, derweil arbeiten wir an anderen Dingen. Ich habe ein Präparat entwickelt, durch das man keine Angst mehr hat. Vor nichts. Kampfhunde wird niemand mehr brauchen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat probieren, Pete? Ich habe zwar Angst davor, aber... Okay! Beginnen wir nun ein Experiment. Pete, schau dir diesen gruseligen Clown an. Macht er dir Angst? Ich kenne keine Angst! Schön. Wie steht es mit dieser Riesenspinne? Haha, voll niedlich! Schön, schön. Aber nun wird es richtig gruselig, Pete. Ich zeige dir das TV-Nachmittagsprogramm. Wird das Land seit heute Nachmittag von einer nie dagewesenen Diebstahlwelle überzogen. Private Haushalte, Banken, Museen, alle sind betroffen. Die Polizei ist ratlos. Wer ist für diese vielen gestohlenen Wertsachen verantwortlich? Hey, Moment! Da klaut jemand unsere Kamera! Halt! Nee! Ich habe überhaupt nie wieder Angst vor gar nichts! Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deiner Besserwisserei? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Föhn. Guten Morgen, liebe Mitarbeiter der Hauptner Incorporation. Hier eine kurze Information für die Kantinenbesucher unter Ihnen. Zu unserem Tagesgericht bieten wir Ihnen heute Mittag zusätzlich einen frischen Tomatensalat. Gemüse ist gesund. Tomaten sind kein Gemüse! Die Pflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und bei der Frucht handelt es sich um eine Beere! Tomaten sind also Obst, das weiß man doch! Proband neigt noch immer zu widerwärtiger Klugscheißerei. Die Wirkung des Präparats wird wohl erst heute Mittag gegen 12 einsetzen. So Pi mal Daumen. Pi ist nicht nur eine irrationale, sondern sogar eine transzendente Zahl! Die 1.000.000. Nachkommastelle von Pi ist außerdem eine 9, das weiß man doch! Entschuldige mich einen Augenblick, Pete. Pete, ich verbitte mir deine ständigen Belehrungen. Schließlich bin ich hier derjenige mit einem Doktortitel. Und du willst doch wohl nicht behaupten, dass du mehr weißt wie ich, oder? Mehr weißt als ich! Die Vergleichspartikel als drückt standardsprachlich Ungleichheit aus. Die Vergleichspartikel wie dagegen Gleichheit. Daher steht nach einem Komparativ immer als, nicht wie. Das weiß man doch! Ein Hoch auf die Kissenschlacht! Ahoi, ja. Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Hallo, liebe Mitarbeiter der Hauptner Incorporation. Zusätzlich zum Tomatensalat ist nun auch noch ein Orangen-Fruchtsaftgetränk-Trinkbäckchen im Menü mit inbegriffen. Obst ist gesund. So, Schluss damit. Wir wollen doch rechtzeitig in die Mittagspause, nicht wahr? Futtern wie bei Muttern! Gut. Pete, ich habe ein Präparat entwickelt, das Laktose für jeden Menschen verträglich macht. Milchallergie wird niemand mehr haben. Milchallergie hat nichts mit Laktose zu... Möchtest du das Präparat für mich probieren, Pete? Okay. P,
Pete, das ist Lissy. Hey, Lissy! Lissy ist eine Hochleistungsmilchkuh und kann täglich bis zu 50 Liter Milch produzieren. Diese 50 Liter wirst du nun trinken. Okay! Gib mir 2 Minuten. Wann geht's los? Ja, doch, das dauert seine Zeit. Milchallergie hat nichts mit Laktose, sondern mit Eiweiß zu tun. Laktoseintoleranz hingegen ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, bei der man Milchzucker nicht beschwerdefrei verdauen kann. Das weiß man doch! Und ich weiß, dass ich mit meiner Klugscheißtoleranz jetzt endgültig an meine Grenzen gestoßen bin, Pete. Hey, was ist jetzt los? Oh mein Gott, Pete, du reagierst allergisch auf die Milch. Oh nein, das wirkt ihre Tablette also nicht. Die wirkt nur gegen Laktoseintoleranz. Das ist doch was völlig anderes als eine Milchallergie. Woher soll ich das wissen? Auch das noch. Deine Anti-Besserwisser-Pille hat angefangen zu wirken. Wo ich deine klugen Ratschläge doch jetzt gerade gut gebrauchen könnte. Ich fühle keine Lust mehr. Kannst du wieder atmen, Pete? Jawohl! Und die Luft schmeckt voll lecker nach Orange! Jam, jam, jam! Na prima, dann ist ja alles wieder gut. Wobei, Moment, wie kriegen wir denn jetzt raus, ob mein Laktoseverträglichkeitspräparat wirksam ist? Hallo, liebe Mitarbeiter der Hauptner Incorporation. Es ist Mittagszeit. Zusätzlich zum Tomatensalat und dem orangen Fruchtsaftgetränk-Trinkpäckchen ist im Menü nun auch noch ein Nachtisch mit inbegriffen. Eine Portion Milchreis. Mahlzeit. Hallo, Pete. Yippie-ja-yay, Schweinebacke! Wie steht es mit deiner Reisekrankheit? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Wunderbar. Dann setz doch bitte diesen Hut auf und fahre mit der Lokomotive über den Canyon des Todes. Und Pete, wirst du mit dem Zug fahren? Auf keinen Fall! Wieso nicht? Typisch Deutsche Bahn! Aha, ja, Pete. Pete, 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 Pete. Oh, nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Pete, ich habe ein Medikament gegen Liebeskummer entwickelt. Gebrochene Herzen wird ab sofort niemand mehr haben. Nie wieder. Nie wieder. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat für mich probieren, Pete? Okay! Und? Spürst du schon etwas? Nein! Komisch. Moment mal! Müsste ich nicht erstmal verliebt sein, um überhaupt Liebeskummer zu haben? Ah, richtig. Ich dummerle. Ich dummer, dummer, dummerle. Jasmin, kommst du bitte mal eben? Ja, Dr. Hauptner? Pete, ich möchte dir unsere neue Laborassistentin vorstellen, Jasmin.
Jasmin! Hallo, Pete. Ich habe schon so viel von dir gehört. Von mir? Gehört? Komisch! Ich bin ja eher der Stereotyp! So, da ihr beiden euch nun kennengelernt habt, möchte ich dir eine weitere Person vorstellen, Pete. Ach, wen denn? Bertram, kommst du bitte mal eben? Hallo, ich bin Bertram. Pete, darf ich vorstellen? Das ist Bertram, Jasmins Verlobter. Moment. Pete, was soll denn das? Der Typ hat mir die Liebe meines Lebens geraubt! Die Lokomotive! Der Canyon des Todes! Warum tust du das? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Du hast mir die Liebe meines Lebens genommen. Was? Wen denn? Na, Jasmin. Aber ich habe überhaupt nichts mit Jasmin. Keine Ahnung, warum Hauptner das gesagt hat. Hä? Oh Gott, sie werden beide sterben. Das ist meine Schuld. Und ich hatte mich doch gerade erst in Pete verliebt. Pete, was? Wie ist das möglich? Och, die Schienen sind einfach nur im Kreis gelegt. Canyon des Todes am Arsch! Pete, ein Glück, du bist unverletzt. Wo ich dich doch gerade erst kennengelernt und mich in dich verliebt habe. Sorry, Jasmin, aber ich habe gerade mal auf Dr. Hauptners Laborplan geschaut und die ganzen Experimente, die er in nächster Zeit noch so mit mir vorhat. Dabei habe ich gemerkt, ich habe leider überhaupt keine Zeit für eine Beziehung. Oh, ach so? Dann könnten wir doch vielleicht. Tut mir leid, ich stehe auf kleinere Männer mit Glatze. Tja, die Liebe ist schon etwas Seltsames. Diese Frau hätte mir fast das Herz gebrochen, wenn ich mich nicht in die Arbeit gestürzt hätte. Können Sie sich das vorstellen, Doktor? 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 Fahren ohne gültigen Fahrschein? Das macht 60 Euro. Typisch Deutsche Bahn! Hallo, Pete. Hey, Doktor! Wie steht es mit deinem Heuschnupfen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen! Kannst du irgendwelche Nebenwirkungen feststellen? Keine! Keine einzige! Schön. Schön, schön. Ich habe ein Präparat entwickelt, durch das man in die Zukunft sehen kann. AstroTV wird niemand mehr brauchen. Ein Hoch auf die Wissenschaft! Möchtest du das Präparat probieren, Pete? Okay! Beginnen wir mit einem Test. Unter diesem Tuch befindet sich ein Gegenstand. In einigen Sekunden werde ich das Tuch anheben. Was werden wir sehen, wenn ich das getan habe? Einen Standmixer! Wunderbar. Und was werden wir hier in wenigen Sekunden zu sehen bekommen, Pete? Von Marc Chagall! Wunderbar.
Letzter Test, Pete. Ist auch dieses Ergebnis positiv, funktioniert das Präparat. Also, was wird das hier sein? Huhn! Das wird ein Huhn! Sehr gut, Pete. Medikament wirksam. Proband kann in die Zukunft sehen. Okay, das müssen wir feiern. Ich mache uns Bananenshakes. Tutti Frutti! Achtung! Das hab ich kommen sehen! Das auch! Für das, was nun geschieht, bitte ich bereits im Voraus vielmals um Entschuldigung, Doktor! Pete, ich möchte dir Herrn Keuchner vorstellen. Herr Keuchner ist Vorsitzender der Tabakindustrie. Arschloch! Pete, ich habe ein Medikament entwickelt, das Schweißausbrüche verhindern wird. Deodorants wird ab sofort niemand mehr benutzen. So wie Sie, Doktor! So wie ich. Wie steht's mit deinen Wahnvorstellungen? Hat das Medikament vom letzten Mal dagegen geholfen? Hat geholfen, Bizarro Haubner! Schön. Schön, schön. Pete, ich möchte dir Herrn Keuchner vorstellen. Herr Keuchner ist Vorsitzender der Kaka-Industrie, der Tabakindustrie. Sie haben Kaka-Industrie gesagt! Ja, das ist wohl wahr. Ein Hoch auf den, der Kaka macht! Es ist Zeit für die Geheimlabor-Notrutsche. Nochmal! Nochmal! Bis ich ein wirksames Mittel gegen deine Kleptomanie entwickelt habe, muss ich dich leider in diese Kiste sperren.
nicht! Kennen wir uns? Die Lokomotive! Mm-hmm.